Der Himmel weint um all seine einsamen Herzen. Aber zwei besonders formschöne lernen sich gerade etwas näher kennen. Ja, bei mir ist halt komisch. Ja, so mit Arsena. Ich weiß nicht, das kommt mir so alles fake rüber. Zum Beispiel gestern so einen auf verliebt tun, das bin ich gar nicht. Also dieses Anhängliche halt, so ich, da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Ihr habt doch drüber geredet, ne? Ja, heute Mittag habe ich ihr gesagt, dass ich erstmal jetzt Piano machen will. Ja, ist mir einfach ein bisschen zu viel halt. So zu schnell, zu viel. Ich dachte, er ist glücklich mit Arsena. Ich bin halt sehr gefühl, sehr sensibel, sehr so halt. Und sie ist halt alles Kopfsache und. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Keine Ahnung. Du fühlst dich nicht wohl, gell? Nein, nein, gar nicht. Ja, soll ich machen. Du kannst ja entscheiden, mit wem möchtest du die Zeit verbringen. Klar, natürlich. Und du hast dich für Arsena entschieden. Ja, ich weiß. Jetzt, ja, im Nachhinein denkt man immer, hätte ich doch was anderes gemacht. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich wusste es, ich hätte einfach auf mein Herz hören sollen. Du hättest gerne die Anna gewählt, ne? Ja. Schon. Diana oder dich. Ja, ich bin ehrlich. Und jetzt, warum kommt man denn jetzt damit? Warum sind Männer so? Aber du musst auf dein Herz hören. Hör auf, komm. Komm her. Von Melissas Schluchzen ist sogar ihr Kappel Dennis aufgewacht. Nice! Was ist passiert? Ja, ich habe mich mit Danilo unterhalten. Und? Ja, wie kann man denn jetzt damit ankommen? Was sagt er? Wenn ich mich anfange, wohl zu fühlen. Ja, was sagt er? Dass er halt, wahrscheinlich die falsche Wahl getroffen hat, dass er auf sein Herz hätte hören sollen. So. Ich weiß, das sind erst 6 Tage, aber das bringt einen so durcheinander. Ich check's halt nicht, warum er das macht. Also. Ich weiß nicht, ob er spielt oder weiß, was ich meine. Ihr habt ein Highlight von mir verpasst. Abonniert den YouTube-Channel, drückt die Glocke und wir sehen uns. 100%.